Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Der fahrige, aufgeregte Liebknecht hat vom Balkon des Schlosses eine Ansprache gehalten. Alles für alle und das umsonst! Nicht ganz, aber zum kleinen Preis. Auf dem Gebäude des Vorwärts hat man die rote Fahne gehisst. Das Kaiser-Alexander-Regiment ist zur Revolution übergegangen. Nach einer Solidaritätsdemonstration besetzen bewaffnete Spartakisten die Druckerei des Vorwärts. Nur ihre gerissene Schiebertaktik hat es den Herren Ebert und Scheidemann ermöglicht, sich in die Revolution hineinzuschmuggeln.